Ja, einer von euch beiden, und zwar du wirst jetzt die Augen verbinden hier. Komm, wir machen das mal. Okay. Verbindest dir die Augen, du darfst nicht sehen, was hier passiert. Ich erinnere nochmal die Zuschauer, wir haben ja einen Prompter-Text, der läuft hier runter und der hat Lücken. Und diese Lücken müssen ausgefüllt werden dann innerhalb des Textes. Der Text läuft die ganze Zeit mit einer Geschwindigkeit durch, der wird nicht langsamer oder schneller, der passt sich nicht dem Spieler an, sondern der wird nach unserem Gusto laufen und die Fragen müssen einfach ganz stoisch beantwortet werden. Easy. Ne? Kriegen wir das hin? Yes, sir. So, heute haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen für das Spiel. Und zwar spielen wir eine Soap. Dumme Zeiten, schlaue Zeiten. Oh! Ich sehe in dein Hirn dir schlaue Zeiten, dumme Zeiten. Juck, was machst du denn hier? Ich mach gleich den Laden zu, du musst morgen wieder kommen. Sorry, nichts für ungut. Verdammt! Es kann einfach nicht mehr warten. Mir liegt etwas auf der Seele. So schwer wie das zulässige Pkw-Gesamtgewicht ist der Fahrerlaubnis B, nämlich 3,5 Tonnen. Leon und Emily sagen, ich soll dich vergessen, aber ich kann es einfach nicht. Dafür wäre schon ein pathologischer Gedächtnisverlust eine Amnesie nötig. Und von diesem Druck bekomme ich noch dieses Ohrgeräusch mit dem lateinischen Namen für Klingen, einen Tinnitus. Lauter läuten nur die Hochzeitsglocken in meinem Kopf. Wie du weißt, bin ich voll der Fan des literarischen Wettbewerbs, in dem selbstverfasste Dichtungen im Wettkampf vorgetragen werden. Wie heißt das? Slam, davor das Ding! Das folgende Werk bin ich verfasst. Improvisiere ein kurzes Gedicht für den Host. Oh Gott. Sido, ich liebe dich. Auch wenn ich manchmal riech nach Fisch, ja. Ist das, was du bringst auf den Tisch, always a delicious dish. Oh Gott. Das war wunderschön, aber hör zu, es liegt nicht an dir. Du bist so ein toller Mensch, echt. Die letzte Zeit war einfach super crazy und ich brauche gerade Zeit für mich. Verstehst du? Ich höre deine Worte, aber mein Herz spricht eine andere Sprache. Natürlich nicht das konstruierte Klingonisch, das aus der Film- und Serienreihe Star Wars stammt. Star Trek, das andere. Du bist die Bockwurst und ich diese gelbe aus den Samenkörnern der gleichnamigen Pflanze gewonnene Würzpaste. Zusammen schmecken wir am besten. Sido, sei mein Herzspezialist in der Medizin. Auch als Kardiologe zeichne und heile mich mit einem Liebesabenteuer, du wundervoller Mann. Ich spüre es. Unsere Seelen verschmelzen und werden eins. Wie ein Gemisch verschiedener Metalle. Eine Legierung. Lidierung. Worauf warten wir? Wenn Glühbirnen durchbrennen können, warum nicht auch wir? In ein Häuschen an der französischen Küste, im Fürstentum und Stadtstaat Monte Carlo zum Beispiel? Bei der Vorstellung werde ich ganz schwach und sehe Sterne. Genauso viele wie auf der US-Flagge, nämlich 52. Zu Hause ist, wo mein Sido ist. Es geht mir nicht um dein Geld. Das hole ich mir weiterhin aus dem Geldautomaten, wie damals im Casino. Im Englischen als Tinder habe ich schon gelöscht. Es gibt nur dich. Als Landwirt würde ich den Anbau von nur einer Pflanzenart auf einer Bodenfläche betreiben. Eine Monokultur genannt. Monokultur genannt. Ey, der blasse Edward Cullen stammt aus der Fantasy-Buchreihe Fuck My Life. Und wie er sind und auch meine Gefühle für dich. Unsterblich. Also, schließ jetzt den Laden ab und bereise die Welt mit mir. Du, ich muss dir auch was sagen. Selbst wenn ich deine Gefühle erwidern könnte, könnten wir niemals zusammen sein. Denn ich liebe einen anderen. Nämlich Noel, den Barkeeper. Genau so ist es. Wir werden uns ein neues Leben aufbauen. Gemeinsam. Im wunderschönen Italien. Am Lago di Garda. Für dich ist hier kein Platz. Allora verschwinde. Ich sehe in deinem Hirn schlaue Zeiten, dumme Zeiten. Daniel Felo, meine Damen und Herren. Dankeschön. Der Echte. Hier kommt Soap-Feeling auf, ich sag euch das. Großer. Jetzt sind wir zusammen. Yes. Wir fliegen jetzt weg, wir werden jetzt verreisen. Ich freue mich. Komm, Joko. Komm, das war gut. Aber wir gucken mal, wie viele Punkte du gemacht hast. Du hattest. Nein! Hä? Willst du mich verarschen? Oh, shit.
Das ist nicht mein finaler Punktestand. Doch, das ist dein finaler Punktestand. Are you fucking kidding me? Du hast 6 Punkte gemacht, du hattest 12, du bist jetzt bei 18. Wollen wir ihn mal aufklären? Nein. Lass uns verreisen. Bill? Oh. Hallo. Hallo, willst du selber gucken? Wie lief's? Willst du selber gucken? Sag's nicht, hast du alles gewusst oder wie? Mann, ey, ich hasse. Da. Hast du? Ja, das schaff ich doch. Hä? Das schaff ich schon. Du hast einen mehr. Ach so, ich bin jetzt schon drin. Ja. Ach so. Ja. Das herzlichen Glückwunsch. Er hat 18 Punkte, du hast 19, somit brauchst du gar nicht mehr antreten im Finale. Du brauchst das Spiel, das du so hast, brauchst du nicht mehr machen. Sehr gut. Oh, hab ich geschwitzt. Ich hol dir noch eine 36, Großer. Oh. Bring mir auch direkt noch einen Sack mit. Die dritte 36 für dich. Oh. Bill hat schon wieder aufgegessen. Ich brauche noch eine 36 für Bill, bitte. Ja, hier, 36, ja. Dankeschön. Hey, 37,50. Ja, später zahle ich. Gar nicht mal so gut. Ein großer. Ja, danke. Bitte, immer 36 für Bill Kaulitz. Entschuldigung. Ach. Entschuldigung, ich dachte, wir sehen uns nochmal. Mein Lieber. Ja, zwingst du mich nach Hause. Ich danke dir. Erstmal danke ich dir für die Show. Ich danke dir für die Show. Dass ich das überhaupt nochmal machen konnte. Ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast. Ich muss dazu sagen, Joko persönlich hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich in diese Sendung möchte. Und ich habe ihm am Telefon gesagt, ey, das ist die beste Fernsehsendung der Welt. Ich möchte unbedingt. Und ich habe mich riesig gefreut, dass du ja gesagt hast. Wirklich. Ich habe fast gezittert im Auto. Danke, dass ich das machen darf und dass ich auch noch gewonnen habe. Danke dir, Mann. Danke dir. Ein Riesenapplaus für Joko Winterscheid. Sido. Schön war's. Habt ganz viel Erfolg. Eine Sache ist mir noch wichtig, ganz kurz. Egal, wer von euch beiden nachher das Cover ziert. Das Wichtigste ist, nicht wer von den beiden auf dem Cover ist. Ich kaufe mir das so, das Heft. Sie haben morgen eine Aufgabe. Gehen Sie in der Stadt, in der Sie wohnen oder nichts, was in der Stadt, die in Ihrer Umgebung ist. Gehen Sie in die Stadt, suchen Sie jemanden, der Obdachlosenzeitschriften verkauft, ein Obdachloser. Unterstützen Sie ihn und machen Sie es nicht nur morgen, sondern machen Sie es in Zukunft bitte öfter. Vielen Dank, Sido und Sido und Bill Kaulitz. Joko Winterscheid. Vielen Dank. Dankeschön. Danke fürs Einschalten. Ich bin schon mal raus. Die machen noch weiter. Ich liebe euch. Okay, vielen Dank. Joko, von dir erwarte ich sehr viel. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, Stress. Joko hat eine Idee. Zebra-Zeiten. Das ist falsch. Hä? Willst du mich verarschen? Aber weiß ich nicht. Here on my own again. I'm straight in the sunshine. Sido? Ja? Ich liebe dich. Oh shit, Joko. Lieber Joko, nun bist du schon so lange weg. Ich vermisse dich sehr. Hello, darkness, my old friend. Alles Liebe, dein Gehirn. I've come to talk with you again. Ist das nicht süß? Unterschiedlichen. Stop. Und. Nach dem Promptern muss Joko Winterscheid in den Dschungel. Und Bill Kaulitz steht endlich im Finale. Nur Sido steht ihm noch im Weg. Wer schafft es auf das Cover des witzigen Rätselkarussells? I'm the man.